Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar, wie und warum nutzungsbasierte Lizenzen erstellen und verkaufen. Mein Name ist Elke Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Wir von Vibu Systems beliefern Softwarehersteller und Hersteller intelligenter Geräte mit innovativen Technologien, neuen Geschäftsmodellen und maßgeschneiderten Beratungstrainings. Wir wollen Ihnen helfen, Ihr komplettes Lizenzierungsmanagement zu aktualisieren, zu optimieren und zu automatisieren, damit Sie sich auf Ihre Geschäftstätigkeiten konzentrieren können. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler, Vice President Sales und Security Expert, und Florian Schneider, Product Management. Beide arbeiten am Firmensitz von Vibu Systems. Preisgestaltung ist eine Managementaufgabe und in der Softwarebranche ist der Verkaufspreis direkt mit den verschiedenen Lizenzmodellen verbunden. Indem wir drei repräsentative Implementierungen von nutzungsbasierter Lizenzen, die Softwarehersteller mit Hilfe von CodeMeter ermöglicht haben, technisch und kommerziell analysieren, bewerten wir die Berechnungsmethoden, die Verkaufsvorteile und die Konfigurationen in Online- und Offline-Szenarien, die die nutzungsbasierte Lizenzierung zu einer praktikablen Alternative zu herkömmlichen Lizenzierungsmöglichkeiten machen. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung einer vierstündigen kostenlosen CodeMeter-Beratung durchgeführt von den Experten unseres Unternehmens teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen 2022 ausgeschlossen. Nun geht es los. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Rüdiger Kügler und zusammen mit meinem Kollegen Florian versuchen wir Ihnen in den nächsten 60 Minuten so ein bisschen Consumption-based, also verbrauchsbasierte Lizenzen näher zu bringen. Warum, wieso und vor allen Dingen, wie man es macht. Und das Interessante natürlich auch, warum man das machen sollte und wer hat das denn schon gemacht und was davon war denn so ein bisschen erfolgreich. Bevor ich hier einsteige mit Pricing, wie denn man den Preis festlegt, beziehungsweise auch immer die Fragen, die an uns rankommen, was machen denn andere im Pricing? Kurze Frage an dich, Florian. Kennst du eigentlich die Anekdote, wie es zum Namen CodeMeter kam? Nee, tatsächlich ist es noch komplett neu für mich. Ja, dann im Prinzip CodeMeter. Wir haben ja vor 30 Jahren, über 30 Jahren angefangen, das erste Produkt war VibuKey. Und als wir dann ein neues Produkt machen wollten, was quasi viel, viel mehr kann, viel mehr auch Softwarenutzung messen kann, war dann die Frage, wenn wir jetzt ein Produkt machen, was die Softwarenutzung misst, wir wollen den Code, der geschrieben ist, irgendwie metern, metering. Und daher kam auch der Name. Das heißt, CodeMeter ist eigentlich nichts anderes als benutzungsbasierte oder consumption-based licensing, weil der Name kommt von den Code zu messen, den Code zu metern, metering. Interessante Geschichte vielleicht am Rande. Natürlich, CodeMeter ist ein technisches Produkt, was Ihnen die Möglichkeit gibt, solche Modelle einzubauen. Eine Frage oder Fragen, die immer wieder kommen, ist, was machen denn andere oder wo legen denn andere ihre Preise fest? Und beim letzten Mal im Subscription-Webinar haben wir auch schon ein bisschen gezeigt, wie ist denn so die Verteilung zwischen Subscription und Perpetual Licenses, wo liegen denn da die Preisschwellen? Heute holen wir ein bisschen allgemein nochmal aus. Weil wenn ich im Prinzip eine Software oder ein Produkt anbiete, dann habe ich auf der einen Seite natürlich den Aufwand, den ich habe, um so eine Software zu erzeugen. Und auf der anderen Seite durch den Wert, den das Ganze für meine Kunden entsprechend hat.
Also ich denke, eins sollte auf jeden Fall klar sein, wenn Sie ein Produkt versuchen zu machen, bei dem, ich spreche extra auch schon von Versuchen, ein Produkt machen würden, welches einen hohen Aufwand hat, aber einen geringen Nutzen für den Kunden, dann werden Sie natürlich keine hohen Preise erzielen können. Das heißt, im Endeffekt, da entsteht kein Geschäft für Sie. Also diese Geschichten sollte man auf jeden Fall vermeiden. Ein zweiter Punkt ist, wenn ich hohen Aufwand habe und auch einen hohen Wert, das sind die Innovationen, die mich voranbringen. Weil das sind Sachen, die kann auch ein Mitbewerber nicht so ohne weiteres nachbauen. Das sind Sachen, mit denen ich mich abheben kann. Das heißt, das sind also die Tätigkeiten, auf die ich mich auch fokussieren sollte. Das Gegenbeispiel, ich habe einen hohen Wert mit geringem Aufwand. Das sind dann die niedrig hängenden Früchte, die ich natürlich ganz einfach entsprechend ernten kann. Also Sachen, die ich mal schnell einfach mitnehmen sollte. Aber in der Regel sind das keine Differenzierungsmerkmale, weil wenn der Aufwand gering ist, dann kann das auch jemand anders machen. Das heißt, das sind also Sachen, die vielleicht nicht auf lange Sicht dienen. So, und dann habe ich natürlich noch die berühmten Lückenfüller. Das heißt, wenn ich also etwas mit einem geringen Aufwand machen kann, was auch einen, sag ich mal, vergleichbaren, geringeren Wert, aber trotzdem natürlich noch einen Wert von meinem Anwender, von meinen Kunden hat, dann sind das Sachen, die man tun sollte, wenn natürlich noch Zeit liegen geblieben ist oder noch Zeit übrig ist. So, und das bringt uns auch so ein bisschen zu den Consumption-Based Licenses. Das heißt, stellen Sie also vor, Sie haben eine Software, die macht irgendwas und die Kunden, die Power-Nutzer, die sagen, ja, das ist natürlich ein hoher Wert, ich bin auch bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und dann habe ich aber Anwender, die sagen, ich brauche die Software aber eigentlich immer nur so ein bisschen, mal einmal im Monat vielleicht, mal zweimal im Monat. Das heißt, der Wert ist für mich eher geringer. Und über ein Consumption-Based Licensing, wo ich im Prinzip nachträglich bei einer bestehenden Software mit einem vertretbar geringen Aufwand das einbauen kann und damit neue Zielgruppen erschließen kann, dann habe ich natürlich mit Consumption-Based Licensing genau solche Lückenfüller, mit denen ich neue Zielgruppen erschließen kann, die ich vorher gar nicht hätte. Und damit sind wir auch schon bei dem Teil von unserem Webinar. Warum sollte man das tun? Einfach, um durch auch neue Zielgruppen zu erschließen. Im letzten Webinar habe ich schon die verschiedenen Lizenzmodelle vorgestellt. Der Klassiker sind natürlich die Einmalkauf, also ich kaufe die Software. Vielleicht kaufe ich sie noch mit einer Maintenance-Subscription, dass ich also quasi ein Update oder Wartungsvertrag dazu habe. Oder ich kaufe Features on Demand, das heißt, ich kaufe irgendwie eine Software und kaufe dann später einzelne Funktionen entsprechend nach. Das sind die Klassiker, die gab es damals schon, als wir VibuKey, unser erstes Produkt, 1989 rausgebracht haben. Und aber natürlich jetzt neue, modernere Lizenzierungsmodelle. Und Florian, was haben wir denn da zu bieten? Ja, genau. Du hast es schon gesagt, es kamen jetzt modernere Lizenzierungsmodelle auf. Man denkt einfach zum Beispiel an Spotify oder Netflix mit den sogenannten eben Abonnement-Modellen. Die gehören zu den Recurring Revenue-Modellen. Das bedeutet, es kommt einfach ein wiederkehrender Zahlungsstrom rein, der sehr predictable ist, den man sehr gut voraussagen kann. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man seine Software je nach Features, die man anbietet, in verschiedene Teile aufteilt und dann jedes einzelne Feature lizenziert. Dass man sagt, ich kaufe jetzt nur Teil A und B von der Software oder Teil A und C, aber da gibt es auch so ein paar Fallstricke. Also es ist natürlich sehr interessant für verschiedene Modelle und auch für viele Kunden, die sehr flexibel sein wollen. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht jedes einzelne kleine Feature seiner Software in eine einzelne Lizenz verpackt, die man dann einzeln anbietet, sondern man sollte sich ein bisschen an den Use Cases der Kunden orientieren. Man denkt zum Beispiel einfach mal an die großen Anbieter, Microsoft Office und so weiter. Da gibt es sehr häufig so ein Standardmodell, ein Premium-Modell und ein Business-Modell, in dem jeweils die einzelnen Feature dann eben verpackt sind. Das ist ganz wichtig, dass man daran denkt. Dann kommen wir zu unserem heutigen Thema. Das ist auch ein sehr häufig eher noch stiefmütterlich behandeltes Modell, die verbrauchsbasierten Lizenzen. Die gibt es in Pay-per-Click und Pay-per-Time und noch verschiedenen weiteren Möglichkeiten. Also es kommt immer darauf an, was man da eben gerade misst. Es gibt verschiedene Vor- und Nachteile von diesen verbrauchsbasierten Lizenzen. Ein großer Vorteil ist auf jeden Fall, dass man komplett neue Zielgruppe erschließen kann. Es gibt Kunden, die
hatten einfach eine sehr hohe Einstiegshürde für eine Einmalkauflizenz. Wenn ich jetzt meine Software tatsächlich nur selten benutze oder nur in einem kleinen Volumen benutze, dann tue ich mir schwer, eine sehr hohe einmalige Ausgabe zu tätigen. Und da kommt es mir dann eben als Endanwender sehr zu Pass, wenn jemand sagt, okay, du brauchst wirklich nur das zu bezahlen, was du auch benutzt. Das heißt, ich kann als Anbieter der Software komplett neue Kundengruppe überhaupt erstmal ansprechen. Im Endeffekt bedeutet es dann eben auch, dass es als Endanwender nur das bezahlt werden muss, wie gesagt, was man auch nutzt. Und das ist eben auch ein fairer Ansatz. Das ist auch eine Marketingchance, so das so zu verkaufen. Nachteile sind hier, dass für Power-User, was häufig ja auch die größten, wichtigsten Kunden sind, da kann es schnell mal teuer werden. Wenn die wirklich ihre Software sehr häufig nutzen und es auch gewohnt sind, dass sie mehr Value, mehr Wert aus der Software ziehen, als sie sozusagen bezahlt haben, dann ist es schwierig, so eine verbrauchsbasierte Lizenz denen zu verkaufen, also denen dann zu erklären, dass es jetzt passieren muss. Und weiter ist es auch als Softwareanbieter schwieriger, dass man weniger gut voraussagen kann, wie die Zahlungen reinkommen. Für Kunden wiederum ist es natürlich auch ein Vorteil, dass sie sehr viel besser voraussagen können, was sie wann zahlen müssen, weil sie dann eben ihren Nutzen ganz stark an ihrem Verbrauch orientiert haben. Genau, zu diesen Vor- und Nachteilen habe ich auch gleich noch ein Beispiel parat. Also wir haben einen Kunden, durch viele Kunden, einen Kunden, der ist in der Zahntechnik zuständig, gar kein Use Case, der nach später im Detail kommt. Und die sagen, wir haben eine Zahnfräse und die verkaufen wir sowohl an Dentallabors als auch an Zahnärzte. So, und typischerweise ist es so, dass die Zahnärzte mit einem hohen Einmalbudget keine großen Probleme haben, aber die natürlich gerne wenig laufende Kosten hätten, während so ein Dentallabor, was im Prinzip ganz scharf und knapp kalkulieren muss. So ein Dentallabor kann sich neue Geräte nicht leisten, nicht anschaffen. So, und deshalb bietet dieser Anbieter zwei verschiedene Businessmodelle fürs gleiche Gerät an. Das heißt, das eine Mal ist, der Zahnarzt kann das Gerät kaufen und dann beliebig benutzen. Und das Dentallabor, das kann das Gerät quasi mieten und zahlt im Prinzip pro gefrästen Zahn in dem Fall eine entsprechende Lizenzgebühr. So, und damit natürlich umgehe ich das ein bisschen mit diesem Too High für Power-Users. Das heißt, der Zahnarzt als Power-User, der im Prinzip kauft das zum vollen Preis und hat dann damit auch entsprechend die, sag ich mal, für ihn kalkulierbaren Kosten. Und für das kleine Dentallabor habe ich eben diese Fair Charging, also diese faire Berechnung von dem, was ich an Wert mit dieser Zahnfräse entsprechend mache. Auch ein interessantes Projekt, weil das klingt alles so wie EU, was Florian gerade sagt, das sind alles neue Geschäftsmodelle und moderne Geschäftsmodelle. Ich sagte ja schon beim Namen CodeMeter, 2003, als wir CodeMeter eingeführt haben, haben wir schon an Code Metering, an eben verbrauchsbasierte Modelle gedacht. Als ich 2003, übrigens komischerweise das gleiche Jahr, bei Bibo angefangen habe, gab es ja schon VivoKey und da gab es ein Projekt mit einem Hersteller von Fotokopierern und die haben, das war Ende der 90er Jahre, auch das gleiche Modell schon gemacht. Das heißt, der Kopierer wurde hingestellt und es wurde pro gedruckte oder pro kopierte Kopie wurde abgerechnet. Noch hier, das ging mit dem alten VivoKey schon. Das ging damals eben nicht so fein granular, wie wir das nachher mit CodeMeter sehen werden. Aber auch hier gab es quasi schon ähnliche Mechanismen, die wir jetzt gleich bei CodeMeter sehen werden, wie ich eben so ein verbrauchsbasiertes Modell bei einer Kopiermaschine in den 1990er Jahren, also vor jetzt fast 25 Jahren, realisiert wurde. Ja, Online-Offline-Szenarios, wenn wir vielleicht auch so ein bisschen auf der alten Zeit herumreiten. Es gibt natürlich heute Sachen, wo Kunden online sind. Ist natürlich dann einfach, das auch so einen Verbrauch oder so eine Benutzung in Echtzeit zu messen. Das heißt, gerade wenn ich dann den Lizenzserver mit der Lizenz irgendwo auf der Hersteller, also auf ihrer Seite stehen habe, zum Beispiel in der Cloud, könnte es gut in der Cloud sein, kann aber auch genauso gut ein CM-Bahn-Server sein. Dann natürlich sehen Sie ja quasi in Realtime, was der Kunde oder wie der Kunde die Lizenz entsprechend verwendet.
Allerdings nicht die ganze Welt ist online. Das kann aus Sicherheitsgründen im Shopfloor, in der Produktion sein, dass man hier sagt, ich möchte gar nicht online sein. Ich darf nicht online sein aus Sicherheitsgründen. Das kann aber auch genauso gut sein, dass ich vielleicht aus Gründen, irgendwas ist ausgefallen, mal nicht online bin und ich weiß, gibt Spiele, Gran Turismo 5 zum Beispiel, das konnte ich nicht spielen, wenn meine PlayStation nicht online war. Hat mich, als mein Internet bei mir für einen Tag nicht ging und das gerade am Wochenende, ziemlich gefrustet, dass ich da nicht spielen konnte. Und das sind durch Sachen, wo eben auch unsere Kunden und die Kunden unserer Kunden gerne sagen, ich hätte gern auch einen Offline-Szenario. Und gerade da, gerade hier haben wir die Stärke von CoopMeter, dass eben CoopMeter auch solche Offline-Szenarien abbilden kann. Das sind zum einen Prepaid-Kontingente, dass ich sage, ich kaufe entsprechende gewisse Nutzungseinheiten, die ich entsprechend abnutzen kann. Wir werden nachher noch sehen, das kann Zeiten sein, das können also Minuten, Stunden, Tage, Sekunden. Das können aber genauso gut irgendwelche Klicks sein, irgendwelche Aktionen sein, die ich entsprechend kaufe. Die werden dann, der Verbrauch kann dann in der Lizenz gespeichert werden, sodass er automatisch mit übertragen wird. Das sehen wir uns auch nachher mit der License Central einmal in einem kleinen Beispiel an. Oder sie können in einem geschützten Datei gespeichert werden, separat zur Lizenz. Dann natürlich brauche ich irgendwie einen Weg, wie ich die Dateien zurückübertrage. Das sind dann Sachen, die CoopMeter nicht automatisch macht. Das sind auch durch Datenschutzgründe, die dort mit zu beachten sind, sodass also wir die Daten sammeln, die Daten bereitstellen, aber der Weg zwischen Ihrem Kunden und Ihnen muss natürlich von Ihnen entsprechend mit Ihrem Kunden in solchen Fällen definiert werden. Und wie gesagt, CoopMeter bietet das sowohl für Online als auch für Offline entsprechend an. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch einfach mal in die Implementierung mit CoopMeter und schauen uns das an. Und bei CoopMeter habe ich zwei Möglichkeiten, wie ich das realisieren kann. Das eine ist mit dem sogenannten Unit Counter. Das ist auch das, was wir 2003 in CoopMeter schon implementiert haben, dass ich einfach eine Zahl habe, mit der ich irgendwelche Aktionen, Minuten, Stunden, irgendwelche Dinge zur Laufzeit zählen kann und den ich dann später zurück quasi melden kann. So, das Wesentliche ist erstmal, dass ich natürlich für jedes Feature, was ich einzeln messen möchte, definiere ich einen eigenen Produktcode. Wenn Sie hier neu sind in dem Webinar, von CoopMeter noch nichts wissen, Firmencode ist eine Zahl, die wir Ihnen vergeben, Produktcode ist eine Zahl, die Sie selber festlegen können, die im Prinzip für jedes einzelne Feature, für jedes einzelne Modul steht und die beiden zusammen ergeben dann die Lizenz, die Sie Ihrem Kunden entsprechend geben. Dahinter stehen geheime Schlüssel. Dazu gibt es eine ganze Masse an Trainingsvideos, Material, Dokumentation für mehr Details. Aber im Prinzip, Grundprinzip, alles, was ich separat lizenzieren oder separat messen möchte, bekommt einen eigenen Produktcode. So, ich muss natürlich dann einen Unit-Counter definieren, den ich dann entsprechend in meine Lizenz mit reinschreibe. So, und ich kann das eben auf Click-Based Measurement machen, dass ich also sage, ich möchte eben gewisse Aktionen messen. Und eins unserer Beispiele, was wir nachher auch noch mal ein bisschen näher beleuchten wollen, ist eine Fahrschulsoftware. Und bei der Fahrschulsoftware werden entsprechend die Prüfungen ausgedruckt. Und jede ausgedruckte Prüfung kostet den Betrag x Euro. Und im Prinzip soll dieser Unit-Counter mit jeder Prüfung um 1 Euro runtergezählt werden. So, und das gucken wir uns mal an, wie man das denn in der Software einbaut. So, ich ziehe mal mein Visual Studio auf den richtigen Screen. Florian, sehen wir uns Visual Studio? Ja, passt wunderbar. Okay, so, was habe ich hier gemacht? Wir haben hier unser Sample Notepad. Ich muss mir ein bisschen Platz hier schaffen. Wir haben unser Sample Notepad. Da drin habe ich ein Formular und ich habe mal einen Button eingebaut, Create Exam, also diese Prüfung durchführen, der einfach nur simulieren soll, dass ich jetzt hier diese Prüfung mache. So, und typischerweise, wenn ich im Prinzip einen Unit Counter zählen möchte, runterzählen möchte, brauche ich erstmal einen Handle, also eine Referenz auf diesen Eintrag. Da habe ich eine kleine Funktion mir geschrieben, wo ich meinen Firmencode, wo ich ja sagte, den vergibt Vibu, der ist fest, den ich ja drin als Konstante stehen habe. Dann den Produktcode für jedes Feature, was ich einzeln messen möchte, übergebe ich hier als eine Variable. Ich nehme jetzt mal den Produktcode 1001, den werden wir nachher beim Erzeugen der Lizenz gleich nochmal wiedersehen.
So, ich gucke erstmal, ob die Lizenz prinzipiell da ist. Wenn sie da ist, liefere ich die Meldung, keine Lizenz gefunden. Dann prüfe ich, ob da entsprechend Units drauf sind und prüfe, ob die Units 0 sind. Und wenn die Units 0 sind, sage ich, hey, du kannst leider keine Prüfung ausdrucken oder keine Prüfung durchführen in dem Falle, weil keine Einheiten mehr verfügbar sind. Dann zeige ich nochmal die entsprechenden Einheiten an. Ja, und dann bringe ich nochmal eine Warnung. Achtung, diese Aktion kostet dich jetzt eine Einheit, lieber Anwender. Möchtest du das wirklich tun? Und sobald der Anwender sagt ja oder sobald er nicht abbrechen drückt, dann im Prinzip führe ich hier das Herunterzählen aus. Und das Herunterzählen ist an eine kryptografische Operation bei Vibu gebunden. Das heißt, wenn ich also im Prinzip was runterzählen möchte, mache ich immer eine Ver- oder Entschlüsselung und dabei wird der Unit Counter automatisch um 1 runtergezählt. Das bietet mir die Option, dass ich im Prinzip das Ergebnis auch nutze. Das heißt, dass ich wirklich fälschungssicher, nicht kopierbar, nicht einfach durch eine Ja-Nein-Entscheidung rauspatchbar in meine Software entsprechend integriere, indem ich eben dieses Ergebnis nehme und mit diesem Ergebnis, was ich gerade bekommen habe, auch irgendwas tue. In dem Falle hier, für das Webinar heute, habe ich es mir einfach gemacht. Ich prüfe einfach nur, ob denn die Verschlüsselung okay war, beziehungsweise wenn sie nicht okay war, dann springe ich hier raus. Aber wie gesagt, die Möglichkeit, das durchs Verschlüsseln zu machen, bietet mir die Option, hier mehr zu machen, als das, was ich hier in der Implementierung aktuell zeige. Da empfehle ich auch Professional Service für mehr Unterstützung. So, das heißt, ich habe gerade eine Frage, weil ich bin relativ neu jetzt bei Vibu und ich habe das alles noch nicht alleine selbst mal gemacht. Diese Verschlüsselung, wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich, um es zu schaffen, dass meine Endkunden es nicht umgehen können oder wie? Genau. Genau, also ich könnte es so einbauen, dass ich zum Beispiel sage, in der Prüfung brauche ich irgendwelche geheimen Daten. Ich mache da eine Kreisberechnung. Mein berühmtes Beispiel ist, nur ich kenne Pi auf die letzte Stelle und ich im Prinzip speichere mir die letzten zwei Stellen von Pi da drin und damit rechne ich eben diese Kreisberechnung viel genauer. Und dann würde ich im Prinzip hingehen und sagen, ich verschlüssel mein Pi, speichere das hier ab und bevor ich das Examen durchführe oder die Kreisberechnung durchführe, entschlüssel ich Pi. Dieses Entschlüsseln zählt automatisch runter. Das heißt, wenn also jemand sagt, ha, ich patch die Software, dann im Prinzip hat er die letzten beiden Stellen von Pi nicht und damit ist die Ergebnis der Prüfung quasi falsch oder die Ergebnis der Kreisberechnung falsch und das funktioniert entsprechend nicht mehr. Genau, also hier im Prinzip eben eine hohe Sicherheit, die ich einbauen kann. Ich sage, hier nicht eingebaut habe. Dazu, wie gesagt, müsste man natürlich ein bisschen mehr überlegen, was macht die Software eigentlich. Also es soll natürlich irgendwas Essentielles der Software sein, Berechnung vom Böschungswinkel. Und wenn der fehlschlägt, quasi stürzt das die Böschung ein in der Bausoftware, auch gerne gemachte Sachen oder irgendwelche störenden Nebengeräusche beim Soundprocessing. Also dieses, was entschlüssel ich, wie verwende ich das? Das hängt natürlich immer von der Software ab. Deshalb auch hier in dem Beispiel einfach nur die einfache Ja- und Nein-Abfrage. Interessant auch, ich habe hier Encryption Code Options gleich 1. Ich reduziere das um 1. Ich könnte auch um 27 runterzählen. Ich kann auch um 42 runterzählen. Das heißt, ich könnte mir also auch sowas machen. Ich habe so ein Punktesystem und zum Beispiel der Klick kostet 5 Kügler Credits und der Klick kostet 2 Kügler Credits. Also das kann ich hier natürlich auch mehr machen als nur eine einfache Ja, Nein, reduziere mal um 1 Geschichte. Also, aber gehen wir im Code mal weiter. Ich mache, wie gesagt, hier meinen einfachen Check. Wenn ich nicht runterzählen konnte, springe ich auch raus. Wenn ich runterzählen konnte, dann bringe ich durch die Meldung erfolgreich runtergezählt. Super toll. Und jetzt mache ich mein Do-Exam. Das braucht vielleicht ein bisschen. Und danach im Prinzip lese ich nochmal aus, wie viele Einheiten jetzt drin sind und zeige dem Anwender das nochmal an. Das fand ich jetzt einfach nett und nice. Wir starten die Software mal, oder? Genau, wir starten mal. Die läuft hier los. Ich klicke auf den Button Create Exam und was sehen wir? Wir sehen durch, was wir sehen wollten, nämlich, dass wir noch gar keine Lizenz definiert haben. Wir haben es ja auch mal nur in die Software eingebaut. So, und dafür nehmen wir jetzt unsere CodeMeter License Central und auch hier mit den Worten meines Freundes John Pütz. Ich habe da mal was vorbereitet.
So, ich habe hier im Prinzip mal 4 Artikel angelegt. Den ersten Artikel schauen wir uns jetzt an. Das ist der Webinar Pay per Click 10 Units, also unsere 10 Klicks, die wir machen wollen, die ich entsprechend verkaufen möchte. Ich habe den Artikelnummer gegeben. Wer CodeMeter kennt, weiß, wir haben den Dongle, die Act License und den Cloud Container. Und ich habe gesagt, ich erlaube alle 3. Das heißt, mein Anwender kann das wählen. Also die wichtige Message auch an Sie. Consumed-Based Licensing geht mit dem Dongle, geht mit Act License und geht mit den Cloud-Container und natürlich damit auch mit einem Lizenz-Server, der irgendwo im lokalen Netzwerk steht. Aber gucken wir uns an, wie ich den Artikel angelegt habe. Natürlich lege ich den Produktcode an. Sie entsinnen sich, ich habe gesagt, den Produktcode, den ich in der Software prüfe und runterzählen will, ist die 1001. Das heißt, den haben wir jetzt hier drin. So, und typischerweise, wenn Sie mich schon mal erlebt haben, dass ich eine License-Handle vorgestellt habe, sage ich immer, die Artikel sollten Add sein, weil ganz einfach Artikel anlegen, über ein Replace ersetzen und mit dem Withdraw zurücknehmen. Und hier ist eine der wenigen Ausnahmen, wo ich auch sage, hier macht ein Update Add durchaus in der Praxis einen großen Sinn. Weil wenn ich nämlich zum Beispiel den Artikel mit 10 Einheiten schon drin habe, dann sollen einfach die nächsten 10 drauf addiert werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ich habe 10 reingeschrieben, 5 wurden verbraucht, 5 bleiben übrig, die nächsten 10 kommen drauf, dann möchte ich natürlich, dass da 15 rauskommen und nicht einmal 5 und einmal 10, weil ich möchte natürlich die Lizenz irgendwie zusammengezählt haben und nicht so total fragmentiert. Deshalb Update Add auf mich selber. So, ich habe dem noch einen netten Text gegeben, Webinar Pay per Click. So, und die interessante, wesentliche Eigenschaft, ich habe den Unit-Counter definiert mit einem Wert von 10. Das heißt, ich will ja, wie im Namen schon gesagt, 10 Klicks. Und hier habe ich gesagt Add. Das heißt, quasi mach einen Plus auf das, was entsprechend schon in der Lizenz drin ist. Das heißt, beim ersten Mal ist natürlich keine Lizenz drin. Ein Plus auf 0 ergibt natürlich dann genau die Zahl. Es wäre Add und Set relativ, nein, nicht nur relativ, sondern absolut identisch quasi. Und während bei einem, ich habe schon 5 drin und mache meine 10 drauf, dann natürlich quasi rechnet er das hoffentlich richtig. Wenn ich übrigens ein Set machen würde, würde er die 5 mit 10 überschreiben. Ich habe dir noch eine Feature Map gegeben, das habe ich nur gemacht, damit ich das nicht mit dem zweiten Artikel, den wir in der zweiten Demo brauchen, verwechseln und dass, wenn die im gleichen Container rein aktiviert werden, sich die Artikel nicht gegenseitig überschreiben. Das ist also, wie gesagt, etwas, was ich dann in der zweiten Demo nochmal im Detail erklären möchte. So, so haben wir jetzt unseren Artikel mal angelegt. Der ist gespeichert. Ich klicke jetzt auf Lizenz erzeugen, also im Prinzip auf eine Bestellung durchführen. Ich nehme diese Artikelnummer, klicke auf OK. Ich gebe eine Kundennummer ein. 4001 ist, gefällt mir heute. Neues Ticket. Ja, ja und ja und OK. So, und das ist im Prinzip unser Ticket, unser Freischaltcode, mit dem ich die Lizenz jetzt im nächsten Schritt aktivieren kann. Also hier war ich jetzt auf der Herstellerseite, also auf Ihrer Seite, um so eine Pay-per-Use-Lizenz mal zu definieren, als Artikel zu definieren, dann entsprechend die Lizenz zu erstellen. Und jetzt, Szenenwechsel, kommen wir auf die Anwenderseite. So, Ihr Anwender geht ins CodeMeter Lizenzportal oder in Ihr Lizenzportal genau genommen, gibt dort entsprechend das Ticket ein, auch hier zum Lizenzportal, viele Webinare verfügbar und viel Material. Er gibt die Ticketnummer ein, klickt auf Activate Licenses. Da ich dem Kunden die Auswahl gegeben habe, Dongle, Act und Cloud Container, kann er sich aussuchen. Wir nehmen jetzt für die erste Demo den 10 Act License, also sprich die lokale Lizenz, zeigen, dass das Ganze auch offline geht. Und jetzt kann ich die Lizenz auf meinem Rechner aktivieren. Wenn ich auch alle FSBs an die richtigen Stellen verbunden habe, was in der Demo nämlich gestern nicht der Fall war, dann funktioniert das. So, jetzt habe ich im Prinzip die Lizenz bei mir auf dem lokalen System. Was wir jetzt sehen hier, ich habe hier eine neue Soft-Lizenz. Ich hätte Ihnen vorher noch zeigen können, dass das CodeMeter-Kontrollzentrum leer war. Aber im Prinzip, glauben Sie mir, vorher war nur die FSB vom Hersteller Encryption Only dran. Jetzt habe ich im Prinzip eine neu erzeugte Soft-Lizenz. Und wenn ich hier auf den Button Web-Admin klicke, dann sehe ich, da drin habe ich hier mein Webinar Pay per Click, den Produktcode 1001 mit 10 Einheiten. Also das ist im Prinzip jetzt User Tool, Webadmin, mit dem der User diese Informationen auch sehen kann.
eine Frage, die mir jetzt gerade gekommen ist. Ist jetzt dieses Ticket sozusagen verbrannt oder also ist sichergestellt tatsächlich, dass nicht einfach ich das Ticket noch einmal aktivieren kann? Genau, das ist eine der Grundfunktionen natürlich von der License-Central. Und ich sag mal so, bei sowas wie dem Pay-per-Click, Pay-per-Time, ist es natürlich noch essentieller als bei einer normalen Lizenz, dass so ein Ticket immer nur einmal verwendet werden kann. Also das Ticket kann einmal verwendet werden. Wenn es verwendet wurde, dann quasi kann es nicht mehr erneut aktiviert werden, weil es bereits aktiviert ist. Es gibt Fälle im Falle vom Verlust, dass der Hersteller, also Sie als Hersteller jetzt hier als Zuhörer, das entsprechend autorisieren können, dass Sie sagen können, ich erlaube ihm, dass er nochmal die 10 Einheiten sich erneut woanders herstellt, wenn Sie dem Kunden glauben, dass er die verloren hat und dass er die noch nicht verwendet hat. Also es gibt Mechanismen drin, aber der Standardfall ist, ich kann das Ticket einmal verwenden, ich habe die Lizenzen, ich habe sie wie einen Geldschein und wenn ich den Geldschein verliere, dann habe ich im Prinzip, ja, habe ich meinen Geldschein verloren. Also im Prinzip das Ticket ist oder die Lizenz ist quasi wie Geld. Ich habe das Ticket, Gutschein eingetauscht gegen meine 10 Einheiten. Jetzt habe ich sie und ich kann diesen Gutschein nicht noch ein zweites Mal einlösen. So, jetzt sehen wir also quasi hier, ich habe meine 10 Klicks hier drauf und jetzt gehen wir zurück in die Software. Und natürlich sehen wir das, was wir jetzt auch erwarten würden hier. Ich sehe hier die Ausgabe Available Units 10. Er fragt mich, die Aktion kostet dich eine Unit, möchtest du machen? Ich klicke mal auf Nein, um zu zeigen, dass ich das auch korrekt implementiert habe. So, und dann quasi nochmal, jetzt sagt wieder 10 Einheiten, ich klicke auf Ja. Jetzt macht er das Examen, was ein bisschen dauert. Da ist ein Sleep von 2 Sekunden drin, um zu zeigen, es könnte ein bisschen länger dauern. Und dann sieht man hier, ich habe noch 9 Einheiten drin. Und wenn ich jetzt die nächste Prüfung erzeuge, dann habe ich entsprechend noch 8 Einheiten drin. Und das sehe ich auch hier als User, kann ich auch sehen, die 8 Einheiten sind drin. Das heißt, ob Sie das also irgendwo in Ihrer Software in der About-Box anzeigen oder ob Sie dem Kunden sagen, schau dir den Code mit der Web-Admin an, das obliegt ganz Ihnen. Ja, die Frage ist, was ist zum Beispiel, wenn der Kunde weitere Einheiten benötigt? Ich glaube, der ist relativ einfach. Ich gehe in die License Central. Ich gehe in die License Central. Wo ist meine License Central? Die ist ein extra Fenster hier offen. So, mache eine neue Bestellung. Vielleicht habe ich die gleiche Kundennummer. Ich könnte aber auch vielleicht eine andere Kundennummer haben. Das heißt also, die Kundennummer hier muss übrigens nicht zwingend gleich sein. Wenn ich zum Beispiel verschiedene Kanäle kaufe, können das ja auch ein Partner sein, Distributor sein. Ich mache es mal der Einfachheit halber die gleiche Kundennummer rein. Verkaufe wieder meinen Artikel, Webinar, Pay-per-Click, Klick, 10 Units, Klack, Klack und Klack. So, habe ein zweites Ticket, Ctrl-C. Gehe wieder in mein Webdepot und klicke hier auf Home, gebe das Ticket erneut ein, aktiviere die Lizenzen. So, und Florian, wie viele Lizenzen müssten wir jetzt drin haben? Ich hoffe 18. Dann lass uns mal schauen, ob du recht hast. Jawohl, sehr schön. So, wenn wir durch jetzt die Software nochmal starten, ich glaube, der ist klar, dann reduzieren wir wieder um 1, dann kommen wir zeigt die Software zum 1.18 an und sagt, ich habe jetzt 17 Einheiten entsprechend bei mir verfügbar. Jetzt kann ich durch diese Einheiten, die ich nicht gebraucht habe, auch wieder an die License Central zurückgeben. Oder wenn ich sage, ich möchte es doch in einem Cloud-Container haben oder einen Dongle haben oder ich möchte die Einheiten auf einen anderen Rechner drauf haben, kann ich durch die Software hier auch jederzeit sagen, ich möchte es deaktivieren. Das heißt, ich klicke hier auf Rehost Licenses und gebe den ersten 10er-Pack zurück mit dem ersten Ticket und brauche dann das zweite Ticket, um den zweiten 10er-Pack zurückzugeben. Auch das gucken wir uns gleich an. Ups, ich habe mir zum Glück hat sich meine License Central das zweite Ticket auch gemerkt, weil ich es mir nämlich nicht gemerkt habe. Ctrl-C. So, gebe ich hier das zweite Ticket ein. Ctrl-V. Übrigens, geheimes Power-Feature. Wenn ich beide Tickets eingebe, dann sehe ich beides. Und dann sehe ich quasi,
Die eine Lizenz ist zurückgegeben, die andere ist nicht zurückgegeben. Ich gebe jetzt die zweite auch noch zurück. Ich hätte also auch beide in einen Rutsch zurückgeben können. Also echt cooles Power-Feature. Empfehle ich das Webinar zum Lizenzportal. Und siehe da, schon sind beide Lizenzen zurückgegeben. Die Frage ist natürlich jetzt, was sieht man da gut mit der License Central? Auch den wollen wir uns anschauen. Da klicke ich ja mal auf Search License. Und jetzt habe ich ja vorhin extra gesagt, ich nehme die gleiche Kundennummer. Habe ich nur gemacht, damit ich hier die Lizenzen auch einfach finde. Natürlich, wenn es unterschiedliche Kundennummern wären, müsste ich hier die Suche vielleicht ein bisschen anders gestalten. So, und was sehe ich jetzt hier? Ich sehe die beiden Lizenzen. Ursprünglich beide mit 10 Units. Und jetzt natürlich die interessante Geschichte. Wie viele Einheiten sind denn da drauf? Auf der zweiten Lizenz sehe ich auch hier, sind weiterhin 10 Einheiten. Klar. Und auf der ersten Lizenz sind 7 Einheiten. Ist es so ein First-in-First-out-Prinzip oder ist es egal im Endeffekt, welche zuerst rausgeht, weil es ja eigentlich auch die gleiche ist? Oder wie wird es entschieden? Also im Prinzip ist es ein First-in-First-out. Das heißt, wenn die License-Central, sprich eine Units quasi wieder zurückbucht von dem lokalen Container in die License-Central, dann schaut sie, wie viel entsprechend jetzt noch da sind und quasi nimmt die neuesten, die drauf sind, füllt sie komplett auf und im Prinzip die ältesten werden verbraucht. Also wenn ich zum Beispiel jetzt 30 Einheiten drauf hatte und 15 Einheiten noch drauf sind, dann ist der erste komplett leer, der zweite Zehner hat 5 und der letzte Zehner ist noch komplett voll mit 10. Das heißt, die License Central hier wirklich sagt, die zuerst aktiviert wurden, sind auch die, die zuerst verbraucht wurden. Also unabhängig von der Reihenfolge, in der ich dann zurückgebe, quasi first activated, first used. Okay. So ist jetzt der Grundsatz, den wir hier in diesem Falle haben. Wenn ich natürlich jetzt sage, ich möchte die Lizenz auf irgendeinen anderen Rechner installieren, ich simuliere das mal, indem ich meinen Container hier wegschmeiße und wir simulieren jetzt einen neuen Rechner mit neuen Container. Und die aktiviere ich. Was kommt dann raus? Kriege ich jetzt wieder die vollen 20 oder kriege ich jetzt die 17, Florian? Das sind schwere Fragen heute. Ich hoffe, dass es die 17 sind. Ich bin mir sicher, dass es die 17 sind und deshalb gucken wir uns das an. Und siehe da, also wir können uns die Schweißtropfen wieder abwischen. Natürlich sind es die 17. Das heißt also, die Sachen macht die License Central natürlich richtig. Also das ist überhaupt... war für mich nicht mal eine Frage, das war also eher eine rein rhetorische Frage, um das nochmal ein bisschen zu unterstreichen. Jetzt haben wir uns das angeschaut, was ist denn, wenn ich so eine Prepaid-Lizenz habe, weil wenn ich die durch die 17 Einheiten aufbrauche, dann sagt meine Software, so haben wir es ja implementiert, sagt dann, ich will nicht mehr. So, und die interessante Frage ist, kann ich das denn auch Postpaid machen? So, und auch den habe ich mal vorbereitet. Und beim Postpaid ist eigentlich alles gleich. Das Einzige ist, anstelle dem Kunden 10 Einheiten zu geben, die er gekauft hat, kriegt er eine sehr hohe Zahl. Ich habe jetzt mal 1 Million genommen. Wenn Sie sagen, oh, bei mir zähle ich Aktionen, wo er klickt, dann quasi ist da vielleicht eine höhere Zahl. Also wie gesagt, das können Sie entscheiden, wie Sie entsprechend möchten. So, und da habe ich im Prinzip jetzt hier mal 1 Million reingeschrieben. Das heißt, ich erzeuge mir jetzt natürlich nochmal so eine Lizenz mit 9 Millionen. Also eins zurück. Und Lizenz erzeugen. Und klack und Kunde 4002. Dann nehme ich jetzt einen anderen Kunden. So, Ctrl-C. Ich gehe wieder in mein Lizenzportal. Ich gehe in mein Lizenzportal, wenn ich es gefunden habe. Hier ist es. So, und was ich jetzt mache ist, jetzt sag mal, wir machen das mal in die Cloud-Lizenz rein und nicht mehr in die Offline-Lizenz, sondern machen mal eine Online-Lizenz. Dazu gehe ich hin und sage, create new account. Brauche hier eine neue E-Mail-Adresse, tiger1101. So, vergebe mir ein Passwort, ich habe es gleich. Ich soll das echt mal runtersetzen von der Komplexität her.
erzeuge mir den Account und tue mein Ticket mit diesem Account dann auch noch automatisch verbinden. Falls die Frage ist, kann man das nicht automatisiert per API machen? Ja, kann man natürlich. Also alle Sachen, die ich hier manuell klicke, kann man natürlich auch per API automatisieren. So, und jetzt gehe ich hin und sage, ich möchte die Lizenz gerne aktivieren. Jetzt wähle ich natürlich ganz folgerichtig den Cloud-Container aus und klicke auf Aktiviere mal. Macht er im Prinzip jetzt also von der License Central in die Cloud, also von der Cloud in die Cloud, beziehungsweise von meinem lokalen Rechner in die Cloud in dem Falle. So, jetzt habe ich die Lizenz entsprechend hier. Jetzt starte ich meine Software erneut. Wo ist sie? Hier ist die Software. Ich starte sie erneut. So, und klicke jetzt hier auf Create Exam. Und dann sagt er, ich habe die 1 Million Einheiten verfügbar. Wollen Sie eine abziehen? Okay. Und er macht das. Und ich klicke nochmal. Wollen Sie eine abziehen? Und okay. So, und im Prinzip funktioniert es hier mit dem Postpaid ganz genauso. Das Einzige ist eben, dass Sie jetzt diesen Counterstand, so wie damals bei unseren Fotokopiermaschinen 1999, diesen Counterstand irgendwie zurückbrauchen. Das kann eben durch eine Lizenzoperation sein mit der License Central, wie wir es gerade gesehen haben, auch beim Postpaid, bei dem Umzugsfalle, dass ich eben die Lizenz einmal zurückgebe, erneut aktiviere, weil damit auch die Units quasi übertragen werden. Ich kann mir da auch einen Reset-Mechanismus per API einfallen lassen. Das kann Ihre Software automatisiert über ein Gateway automatisch machen. Also der Rückweg in die License Central ist etwas, was meine Kollegen vom Professional Service mit Ihnen gemeinsam implementieren können. Und dann können Sie dort schauen, beziehungsweise bei Cloud, deshalb habe ich nämlich jetzt auch die Cloud mal genommen, ist das Ganze noch schöner, noch genialer, noch schneller, noch sexy, mehr sexy. So, ich melde mich mal hier an im Cloud Dashboard. Gehe auf Container anzeigen. So, und da habe ich eine Konfigurationseigenschaft, dass die entweder immer alle gleich heißen, weil sie sagen, ich möchte gerne, dass die beim Kunden Sample Company My Cloud Container ist. Sie können es aber auch konfigurieren, dass die einen individuellen Namen für jeden Benutzer bekommen. Das ist so eine Geschichte, wie es Ihnen lieber ist. Ich bin eher für den individuellen Nutzer. Mein Kollege aus dem Produktmanagement ist eher für den alle Container gleich, aber egal. Ich sage, das ist etwas, was Sie entscheiden. So, und wenn ich jetzt alle Container gleich habe, dann muss ich natürlich wissen, mein Kunde mit der Nummer 4002, will ich wissen, welche Container hat der. Also ich gehe in die License Central und sage, ich suche den Kundennummer 4002. Und dann sehe ich hier die Containernummer, von der ich nur den ersten Teil brauche. Das erledigen wir gleich. Gehe hier ins Dashboard, Ctrl-V, nehme den letzten Teil weg. So. Und dann finde ich genau den Container, den mein Kunde 4002 auch hat. Und wenn ich jetzt hier reinblicke, dann sehe ich das Webinar Click, Pay-per-Click Postpaid, scheint also der richtige zu sein. Und hier sehe ich auch meine Einheiten 99998. Das heißt, ich sehe, dass ich jetzt quasi hier zwei Einheiten aufgebraucht habe, weil ich weiß, ich habe ursprünglich mal 1 Million draufgespielt. Und auch hier habe ich natürlich eine API. Das heißt, hier kann man also auch etwas automatisieren, dass hier ein Report einmal im Monat erzeugt wird. Ja, das war tatsächlich gerade meine Frage, ob man das irgendwie auch automatisch an mein ERP-System anschließen kann. Dass ich so automatische Rechnungsstellung einmal im Monat zum Beispiel machen könnte. Genau, also wie gesagt, wir bieten da eine API und Professional Service kann Ihnen da auch Sie unterstützen, das zu tun. Oder Sie schauen im Handbuch nach, vermutlich einfacher, schneller mit Hilfe von Professional Services. Und dann sind, wie gesagt, die Daten eben entsprechend abrufbar und die Prozesse können damit individuell konfiguriert und designt werden. Jetzt haben wir auch gesehen, ich habe den gleichen Produktcode verwendet. Das heißt, die Implementierung in der Software ist exakt die gleiche. Also das heißt, in der Software ist es vollkommen egal, ob ich jetzt Postpaid oder Prepaid mache. Das Einzige ist, bei Prepaid sagt sie irgendwann noch die zusätzliche Fehlermeldung, sorry, die Einheiten sind aufgebraucht. Aber der Rest ist quasi hier von dieser Pay-per-Click-Implementierung 100% identisch. Das heißt, war das gleiche Download-Paket? Okay.
Genau, also mein Kunde oder unser Kunde lädt im Prinzip den gleichen Installer runter und tut den gleichen Installer installieren. Das heißt, Sie können sogar entscheiden, der eine Kunde kriegt Postpaid und der andere kriegt Prepaid. Vielleicht im asiatischen Raum Postpaid und im deutschen Raum Prepaid oder umgedreht. Es entscheiden natürlich Sie ganz, ganz alleine, wem Sie hier mehr vertrauen, wo es mehr zu den kulturellen Gegebenheiten passt und so weiter. Jetzt haben wir uns angeschaut, den Pay-per-Click und auch so ein bisschen die Auswahlmöglichkeiten von dem Pay-per-Click. Jetzt haben wir natürlich auch noch die Frage nach dem Pay-per-Minuten. Und die gucken wir uns auch an. Dann nehmen wir jetzt das gleiche Sample Notepad. Eigentlich hätten wir da eine andere Anwendung genommen, aber ich wollte jetzt keine zweite Anwendung machen. So, und wir haben die Anwendung einfach da. Stellen wir uns mal vor, wir hätten das gar nicht eingebaut, weil dieses Prüfen, Runterzählen, Create Exam, stellen sich vor, den Button gibt es gar nicht. So, und was mache ich jetzt? Das kann ich ganz einfach machen, nämlich ich kann das machen, indem ich mit dem AX Protector die Software einfach verschlüssele. So einfach baue ich eine minuten-stunden-basierte Abrechnung ein. Ich habe den falschen Button geklickt. Ich will das AX Protector Projekt. Wir klicken auf das AX Protector Projekt und öffnen den AX Protector grafische Oberfläche. Das sieht man noch nicht. So, schieben die auf den richtigen Bildschirm. So, und dann sehen wir die. So, was sehen wir? Ich habe hier gesagt, welche Software möchte ich denn gerne schützen? In der Webinare 2022.09 Samples, Sample Notepad, die Debug-Variante, ob Debug oder Release spielt keine Rolle. Dann gehe ich hin und sage, wie möchte ich schützen? Und da das jetzt eine andere Demo ist, verwende ich jetzt auch einen anderen Produktcode, den Produktcode 1002. Gehe auf Runtime Settings und hier kommen jetzt die interessanten Geschichten. Auf der einen Seite will ich alle Minute zählen. Das heißt, ich setze den Runtime Check auf einmal pro Minute, also nicht an 30 Sekunden, sondern einmal pro Minute. Ich sage, der Unit Counter soll um 1 runtergezählt werden und der soll auch während der Laufzeitprüfung um 1 runtergezählt werden. Und ich möchte die von CodeMeter oder vom AX Protector erzeugten Warnungen komplett unterdrücken und setze deshalb den Unit Counter Threshold auf 0. Den Expiration Time Threshold habe ich bei der Gelegenheit auch auf 0 gesetzt, spielt aber für unser Beispiel hier keine Rolle. So, und das heißt also, das sind die wesentlichen Einstellungen, dass ich im Prinzip hier sage, eine Minute zählen mit Runtime Check, keine Warnungen und Dekrement um 1. Die restlichen Einstellungen kann ich alle überspringen, die lasse ich Standard. Ich verbinde meine Firm Security Box zum Verschlüsseln mit meinem Rechner und schon ist meine Software entsprechend geschützt. So, jetzt gehen wir hier rüber und im Verzeichnis Sample Notepad Bing Debug Protected. Da habe ich eine Sample Notepad Exe von 10.47 Uhr. Sie sehen wirklich live, nichts aufgezeichnet. So, und wenn ich die jetzt starte, dann kommt natürlich folgerichtig die Meldung, keine Lizenz gefunden, weil wir noch keine Lizenz erstellt haben. Also, das Spielchen kennen wir schon. Wir gehen in die License Central, suchen uns den richtigen Artikel raus. Das ist jetzt der Artikel Pay per Time in Minuten. So, und im Prinzip habe ich hier einen Unit Counter von 120 entsprechend gemacht. Und die gleichen Geschichten, Update, Add, also eigentlich der gleiche Artikel, den wir im ersten Falle auch schon gesehen haben. Und okay, das passt soweit. Das heißt, wir nehmen den und erzeugen die Lizenz. Klack, klack, 4003. Feuer frei, Feuer frei. Und nehmen das Ticket, gehen in unser Web. Depot, welches wir hier offen haben. Geben das Ticket ein. Aktivieren die Lizenz. Ich nehme wieder eine lokale Act-Lizenz. Ich nehme die, die bereits drauf ist. Das stört ja nicht. Ich kann ja die gleiche nochmal wiederverwenden. Und was wir jetzt sehen werden, ist, dass ich jetzt die Software einfach für 120 Minuten starten kann. Also ich muss natürlich jetzt die geschützte Software nehmen, weil die ungeschützte ja nicht runterzählt. Gerne gemachter Fehler in der Demo. So, was wir jetzt sehen, die Software läuft los. Da wir den Threshold ausgeschaltet haben, bringt der auch keine Warnmeldung.
Und wenn wir jetzt in den Webadmin reinschauen, den ich auch hier irgendwo in einem von diesen tollen Browserfenstern habe und ich hier einen Refresh mache, dann sehen wir jetzt, ich habe hier die Webinar Pay-per-Time drin und 120 Minuten hatten wir ursprünglich. Der 110 erfolgt beim Starten, also immer jede angefangene Minute. Das heißt im Prinzip, wir haben jetzt noch 119 Minuten. Und Florian, falls du dir die Frage stellst, ob wir das auch noch in der Software anzeigen können. Ja, wir können das. Und auch hier habe ich schon mal was vorbereitet, nämlich, dass ich hier in der Software auch beim Starten der Software richtig. Onload, genau, Onload. So, dass ich beim Laden quasi die verfügbaren Minuten zeige und dann mit einem Timer alle x Sekunden prüfe, ob das denn noch da ist. Ich muss mal neu kompilieren. Wir müssen durch die Software neu verschlüsseln, weil die Methode funktioniert natürlich nur nach dem Verschlüsseln. So, und wenn wir das getan haben und die Software jetzt starten, dann sehen wir, verfügbare Minuten 118, weil er natürlich gleich beim Starten eine Runde gezählt hat. So, und jetzt im Prinzip alle x Sekunden, ich glaube, ich habe irgendwie 9, 10 Sekunden irgendwas so in die Richtung gemacht, quasi zeigt er uns jetzt die an, wie viel noch verfügbar sind. Und da jede Minute runterzählt, quasi wird es jetzt ein paar von diesen Checks dauern. Und nach 5, 6, 7 Checks müsste irgendwann dann mal sagen, jetzt sind noch 117 Minuten verfügbar. Und auf die Art und Weise kann ich das eben auch in meine Software einbauen. Das heißt, beim Verschlüsseln zähle ich automatisch runter und hier im Prinzip zeige ich das entsprechend in meiner Software an. Ja, was ist so eine sinnvolle, ein sinnvolles Intervall, um das zu checken? Kann man das sagen? Na, im Prinzip das, was ich hier auch gezeigt habe. So alle Minute runterzählen ist eigentlich durchaus ein sinnvolles Intervall. Also ich würde nicht unter 10 Sekunden gehen, auch aus Performance-Gründen. Die Frage ist natürlich dann auch, wie oft die Leute das gleichzeitig verwenden. Ist das eine Software, die auf dem Server liegt? Wenn es eine Software ist, die auf dem Server liegt, dann würde ich hier also keine Intervalle von 10 Sekunden zum Abrechnen machen. Wenn ich jetzt quasi sage, es ist eine Software. Ja, also eine Minute ist eigentlich so eine Best-Practice-Empfehlung und das sieht man auch, er hat im Prinzip runtergezählt. Ja, genau, aber es sind mehr als eine Minute lang noch 118 Minuten übrig. Das liegt daran, dass natürlich auch der erste Check ein bisschen Zeit braucht und damit im Prinzip man der... Die eigentliche Laufzeit ist 60 Sekunden. Und ich prüfe hier quasi nach genau 60. Das heißt, beim zweiten Mal müsste er dann auch genau die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 117 mal anzeigen. Und dann beim siebten Mal muss 116 kommen. Also im Prinzip hier haben wir quasi eine kleine Überschneidung von Millisekunden, sodass der erste immer siebenmal kommt. Und alle folgenden kommen dann aber sechsmal. Genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal. Und der 116er kommt jetzt so, wie wir ihn auch okay. Erwartet hätten. Genau, und damit auch die Demo, wie man das einbauen kann. Das heißt, gucken wir nochmal, ich glaube, wir haben mir schon einen großen Teil davon gezeigt. Bei dem Click-Based Measurement konnte man im Prinzip per API runterzählen. Bei dem Time-Based Measurement hätten wir übrigens auch per API runterzählen können. Das heißt, wir hätten also auch einen Timer machen können und das selber zählen können. Wir haben aber jetzt mal gesehen, dass Dekremente mit dem AX Protector haben wir uns heute angeschaut als ein Beispiel. Übrigens bei dem Click-Based Measurement würde ich den AX Protector noch zusätzlich drumherum legen, damit man dieses Runterzählen nicht so ohne weiteres finden und ausbauen kann. Also ich würde selbst immer wenn ich die API verwende, den AX Protector immer noch zusätzlich nehmen, damit die API nicht so ohne weiteres gefunden und ausgebaut werden kann. So, das Offline-Feedback vom Kontextfile, dass das an die License Central bei eben der Rückgabe zurückgespiegelt wurde und wir damit eben die Möglichkeit haben, haben wir auch gesehen. Und wir haben auch gesehen, dass wir den Unit-Counter in Echtzeit in Kurb mit der Cloud entsprechend sehen können. Was ich nicht gezeigt habe, ist, wie wir den per API rausholen, sodass wir ihn dann automatisch weiterverwenden können. Aber glauben Sie mir, die API gibt es und die kann dann mein Team und ich Ihnen gemeinsam einbauen.
Eine andere Demo ist License Tracking. Über dieses Zählen mit dem Unit Counter gibt es auch die Möglichkeiten, dass Sie in CodeMeter ein License Tracking einschalten. Das ist etwas, was von Haus aus ausgeschalten ist. Ist im Prinzip ein Registry-Schlüssel, den Sie bei der Installation mitsetzen können. Ich will es nur kurz hier zeigen. Das ist der Log License Tracking. Ich sag, per Default ist er 0, ist ausgeschaltet. Den schalten Sie mit 1 an. Wie gesagt, sinnvollerweise wenn Sie sagen, ich möchte das quasi jetzt beim Installer mitmachen. So, und wenn Sie das getan haben, dann schreibt CodeMeter automatisch den Folder kann man auch einstellen, Default Program Data CodeMeter. Im Folder License Tracking wird für jeden Firmencode, den ich lokal finde, ein License Tracking File geschrieben. Ich habe den 6.947 hier und da haben wir mal entsprechend was vorbereitet. Wir können jetzt mal die Tracking-Datei auch anschauen. So, und in der Tracking-Datei finde ich Informationen. Welche Lizenzen sind denn auf diesem Lizenzserver vorhanden? License-Server ist der LabRK L115 und da habe ich eine Lizenz mit Firmencode 6.947, Produktcode 1002, 99, 101, 1001, 1001, 1111 und die 1309 und welche Daten dort entsprechend gesetzt sind. Hier sehe ich auch den Unit-Counter übrigens, der gesetzt ist. Hier 114, hier 999.996. So, und ich sehe jeder Zugriff, Access. Ich sehe jedes Denial, also ich sehe alle abgelehnten Anfragen und ich sehe jedes Release. Das heißt, wir locken hier also alles mit vom, wann ist die Software oder wann ist dieses Feature gestartet worden? Wann ist das Feature beendet worden? Wir locken das auf Produktcode-Ebene. Deshalb entsinnt sich an meine Aussage am Anfang. Alles, was ich separat messen will, bekommt einen separaten Produktcode, weil ich dann nämlich hier von dem Access bis zum Release sehen kann, dass dieser Produktcode oder diese Lizenz entsprechend verwendet wurde. Und wie gesagt, es gibt auch die Denials, was ich jetzt nicht sehe, was auch durchaus Sicherheitsgründe dafür sprechen, das nicht zu sehen, sind die einzelnen Kryptaufrufe. Also ich sehe im Prinzip Zugriff, Ende und die Ablehnungen. Ich sehe nicht mehr Details, was dann mit dem Handle gemacht wurde. Also ich sehe wirklich nur von bis ist die Lizenz entsprechend belegt worden. Alle Keep Alive oder sonstigen Krypto-Operationen werden nicht mit getrackt. Diese Datei können Sie sich vom Kunden schicken lassen. Wir bieten da keinen Standardweg. Wie gesagt, auch durchaus datenschutzrelevante Geschichten spielen da mit eine Rolle. Und diese Dateien sind signiert. Das heißt, Sie können prüfen, ob diese Dateien manipuliert wurden und ob Sie ihnen vertrauen oder ob die Dateien nicht manipuliert wurden. Deshalb, wie gesagt, hier immer diese, wenn Sie da sehen, Signature License, dann sehen Sie das. So, und diese Dateien können dann eben mit einem Excel oder irgendetwas, was Sie gerne möchten, das entsprechend ausgewertet werden, importiert werden. Es gibt im CodeMeter WebAdmin auch ein kleines Punkt für License Tracking Log. Ich wähle jetzt mal den Firmencode aus, die 6.947, und kann jetzt hier eine Logperiode auswählen. Das ist mit jeder Umprogrammierung von den Dongles wird das nämlich geändert. 10.40 Uhr bis 10.50 Uhr. Ich nehme jetzt den, mit dem wir gestern getestet haben. Das ist der. Und dann sehe ich nämlich auch, ich habe hier die Lizenz 1001. Und wenn ich jetzt sage auf Create Report, was ich hier nämlich schön sehe, ist, ich habe eine Lizenz. Die Lizenz wurde auch hier am 20.09., also gestern Abend, weiter beim Test, ist die belegt worden. Jemand zweites hat noch versucht, die zur gleichen Zeit zu belegen, ging aber nicht. Das heißt, wir haben einen Rejected oder Denial hier entsprechend drin. Und wenn ich jetzt hier reinklicke, kann ich auch im Detail mir das Ganze anschauen, dass ich im Prinzip sehe, okay, das war von 15 Uhr bis 15.59 Uhr war dieser Zugriff und dann von 16 bis 16.59 Uhr war ein weiterer Zugriff und von 17 bis 17.59 Uhr der nächste und der Denial, der war hier im Prinzip hier drin und hier kann ich das dann bis auf einen Minutentakt, kann ich das quasi hier entsprechend runterblättern
und vor und zurück entsprechend hier durchgehen. Als Prinzip hier habe ich also eine kleine Auswertung, die auch der Anwender selber sehen kann. Das heißt, das License-Tracking ist natürlich transparent für Sie und für Ihren Anwender. Und quasi der Anwender kann das hier schauen und Sie im Prinzip haben die Möglichkeit, die Datei auf eigene Art und Weise auszuwerten. Ich habe zwei Fragen. Und zwar liegt es daran, dass man hier minutengenau sehen kann, weil wir eine minutengenaue Abrechnung eingestellt hatten in der Lizenz. Und das ist eine. Und sind da alle Features irgendwie drin? Also kann ich da verschiedene Features tracken damit? Oder ist es auseinanderdividierbar? Also die erste Frage ist, die Minute fanden wir als eine gute Anzeigeeinheit hier in dieser Oberfläche. In der Logdatei selber, die wir vorhin gesehen haben, ist das sekundengenau drin. Das heißt also, wenn Sie das möchten als Hersteller, können Sie durch die Abrechnung auch Sekunden, hier wir sehen es im Prinzip sekundengenau, 15 Uhr, 13 und 17 Sekunden entsprechend machen. Wie gesagt, wir fanden die Minute einfach als die kleinste aus unserer Sicht sinnvolle Einheit. Und wenn ich jetzt verschiedene Feature habe, zum Beispiel den 1001 und den 1111, dann im Prinzip würde ich hier auch beide sehen. Also ich muss im Prinzip jeder Produktcode taucht hier einzeln auf und jeden Produktcode kann ich hier entsprechend einzeln messen. Wie gesagt, das Feedback von Ihnen oder vom Kunden zu Ihnen ist natürlich eine Geschichte, die individuell implementiert werden muss. Ganz zum Schluss noch, jetzt haben wir relativ viel gezeigt bei der Implementierung, noch als Überblick die drei Use Cases. Ein Use Case sind Kassensysteme. Quasi unser Kunde kam zu uns und sagte, ich habe Kassensysteme, die ich verkaufe und der Supermarkt, der das kaufen will, hat typischerweise 15 Kassen da laufen. Aber vor Weihnachten haben sie noch zwei Sonderstände, die stehen entsprechend draußen. Und es möchten sie im Prinzip die 15 permanenten Lizenzen kaufen und zwei Overflow, weil eigentlich auch die zwei, die benutzen ja nie mehr, sagen sie überhaupt, sie benutzen nie mehr als 15 gleichzeitig, weil ja von den 15 ja auch nicht immer alle gleichzeitig laufen. Und da haben wir Folgendes dann gemacht in der Code-Meta-Implementierung. Es gibt die Lizenz doppelt, nämlich einmal die mit den 15. Es gibt nochmal eine mit dem gleichen Produktcode, aber quasi zwei weiteren und einen Unit-Counter. Und die Implementierung, die wir gesehen haben, Software zählt den Unit-Counter runter alle Minute. Den haben wir genauso gemacht. Und eben der Unit-Counter wird einmal im Jahr geprüft und dann einmal im Jahr entsprechend wieder aufgefüllt. Und quasi dazu sollte man vielleicht noch wissen, dass wenn in CodeMeter eine gleichwertige Lizenz, Doppel- oder zwei Lizenzen da sind, die den gleichen Produktcode haben, dann schaut CodeMeter und nimmt immer zuerst die permanente Lizenz, die wird zuerst belegt. Danach wird eine Lizenz belegt, die ein Ablaufdatum hat, aber noch gültig ist. Danach eine mit einem Unit Counter und danach eine mit einer Usage Period. Das heißt, wenn ich also auf dem gleichen Lizenzserver den gleichen Eintrag mehrfach vorfinde, dann quasi tun die ersten 15 Kassen immer automatisch diese 15 Perpetual Lizenzen verwenden und erst die 16. nimmt den Eintrag mit dem Unit Counter und gäbe es noch eine mit einer Expiration Time, würde die noch vor dem Unit Counter, aber nach dem Perpetual Lizenzen genommen. Wie gesagt, Feature von CodeMeter, dass da also eine gewisse Gewichtung drin ist. Zweiter Use Case, hier sieht man mal, wie das dann aussieht, eben quasi der Produktcode ist doppelt drin, einmal mit 15, einmal mit 2 und hier mit dem Unit Counter. Der zweite Use Case, eine Bausoftware, und hier kam der Hersteller von der Bausoftware auf uns zu und sagte, ich habe 40 verschiedene Produkte. Es gibt Kunden von uns, die brauchen die immer nur ein bisschen, und für die Kunden, die konnte man bisher nicht erreichen, weil die Produkte sind entsprechend teuer. Und wir hätten gerne eine Komplettpaket, so nach einem Motto einmal Bausoftware komplett, die wir zeitbasiert entsprechend verkaufen. So, wie haben wir das implementiert? Wir haben gesagt, okay, die Software soll weiterhin separat verkauft werden. Das heißt, jede Software triggert auf zwei Produktcodes, nämlich auf den eigenen und diesen generischen Suite-Code. Das heißt, die Software guckt also immer zuerst, habe ich die eigene Lizenz da für Tiefbau, Hochbau, wie immer. Und wenn nicht, habe ich den Produktcode für die ganze Suite da. Beim AX Protector haben wir gesagt, ich verschlüssel die Software mit den beiden Produktcodes wahlweise, also eben zuerst Produkt und dann die Suite. Und den Decrement vom Unit Counter haben wir auf eine Minute eingestellt, so wie wir es auch gesehen haben. Da am eigentlichen Produkt
kein Unit-Counter drin ist, zählt er als unendlich und wird von unendlich minus 1 ergibt mathematisch korrekt wieder unendlich, also wieder nicht gesetzt. Und bei der Suite ist er drin, da wird er entsprechend runtergezählt. Und im Prinzip, wir verkaufen dort Zeitkontingente, das heißt das, was wir auch hier gesehen haben, vor einem allerersten Beispiel. Ich kaufe im Prinzip ein Kontingent, kaufe das nächste Kontingent, die werden drauf addiert. Das haben wir hier entsprechend auch implementiert. So, und damit im Prinzip haben wir hier eben so eine Consumption-Based Lizenz für eben diese Komplett-Suite realisiert. Hier sehen wir es auch im AX Protector, haben wir eben gesagt, ich habe zwei Lizenzierungssysteme, nämlich einmal die 1002 für das Produkt und einmal die 999 oder die 666, die 42, was auch immer man als generischen Produktcode nimmt. In Entwicklerkreisen immer gerne so spezielle Zahlen genommen. Und dann hier, das ist das, was wir auch vorhin gesehen haben. Ich habe den Runtime-Check auf eine Minute gestellt, habe gesagt, auch einen Runtime-Check runterzählen und haben durch die Warnung abgeschaltet, weil ansonsten käme die nervige Warnung jederzeit. Wenn man dann quasi in der Software selber noch irgendwo einbaut, ich bin jetzt in dem Produktcode, ja Achtung, ich bin eine Pay-Per-Use-Lizenz. Natürlich, was ist, Florian, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, der Kunde sitzt davor und benutzt die Software gar nicht. Das könnte ich selber einbauen, ich könnte also selber triggern, habe ich den Fokus, will ich runterzählen, das natürlich dann nicht mit einem AX Protector, sondern das muss ich dann per API machen. Wie gesagt, geht, die Frage ist halt immer, was ist es für eine Software? Der AX Protector sagt, die Software läuft und wenn sie läuft, kann sie auch benutzt werden, weil die Software könnte ja irgendwas im Hintergrund berechnen, was einen Wert hat. Deshalb sagt der immer nur, ich messe die genaue Laufzeit, aber wenn Sie im Prinzip wirklich die Bildschirmpräsenzzeit messen wollen, dann quasi fühlen Sie sich frei, das auch entsprechend einzubauen. Und ein letztes Beispiel, was ich noch mitgebracht habe, ist eine Fahrschulsoftware. Hier im Prinzip wollte man von Anfang an ein Pay-per-Click-Modell haben, das, was wir auch vorhin im Beispiel gesehen haben. Das kostet im Prinzip immer x Euro pro Ausdruck. Es gibt gar keine Perpetual License, das heißt, also hier könnte auch kein Power-User sagen, das ist mir jetzt aber zu teuer. Das ist also von vornherein genauso verkauft worden, also eigentlich auch eine gute oder interessante Strategie. Und im Prinzip haben wir das gemacht, was wir auch gesehen haben. Per Core API haben wir den Unit Counter runtergezählt. Sicherheitstechnisch gut ist zu sagen, ich zähle erst runter, mache dann die Prüfung, dann diese Aktion. Andersweise kann ich durchaus sagen, ich mache erst die Aktion und zähle dann runter, wenn der Kunde dann zum richtigen Zeitpunkt den Dongle rauszieht und so weiter. Es ist einfach eine Implementierungsfrage, die Sie selber entscheiden können. Die Pakete werden verkauft. 10 weitere Einheiten, 100 weitere Einheiten, ich kenne die genauen Details sogar gar nicht. Und wie ich vorhin schon mal sagte, um Reverse Engineering und das Rauspatchen zu verhindern, haben wir die Software mit dem AX Protector noch zusätzlich verschlüsselt. Und damit, hier sieht man nochmal den Quellcode, den haben wir vorhin auch schon gesehen, unter 10 im 1 hier orange hervorgehoben. Und damit sind wir auch schon am Ende bei einer kleinen Zusammenfassung. Ja, was wir also gesehen haben, wir haben gelernt, was für mögliche Lizenzarten es gibt, dass Consumption-Based Licenses eine neue Möglichkeit sind oder nicht unbedingt eine neue Möglichkeit, eine je nach Use Case sehr gut passende Möglichkeit sind, seine Produkte zu differenzieren und anders zu verkaufen. Wir haben Online- und Offline-Szenarios kennengelernt. Wir haben über den Unit-Counter gesprochen, dass es eine zeitbasierte und eine klickbasierte Abrechnungsmöglichkeit gibt, was dann eben auch dieses Pre-Paid und Post-Paid ermöglicht. Wir haben gelernt, wie man es integriert, wie man mit CodeMeter diese Möglichkeiten in seine Produkte bringt, eben mit der API oder über den AX Protector wäre die weitere Möglichkeit. Und wir haben über License-Tracking gesprochen, das heißt, ich habe gelernt, wie ich über die Lizenznutzung meiner Kunden die Informationen bekomme. So, das war's zumindest von der Zusammenfassung. Genau, ich glaube, wir haben auch im Chat die ersten Fragen, Florian. Ja, es wurde nochmal gefragt über das License-Tracking, also was der Unterschied ist, über wie die Lizenzen, ob es in den Lizenzen gespeichert wird oder ob es in der Tracking-File gespeichert wird, was da der Unterschied ist und wie sich das auswirkt, ob man das wählen kann oder nicht. Also im Prinzip der Unit-Counter ist immer die Methode, wie es in der Lizenz drin steht und damit natürlich auch mit einer Lizenzaktualisierung zurückübertragen wird. Und beim License-Tracking
habe ich immer diese extra Tracking-Datei, die im Prinzip dann auch manuell oder über irgendwelche von Ihnen zu kreierenden Tools an Sie entsprechend zurückgeschickt werden müssen. Also bei dem Unit-Counter, was in der Lizenz gespeichert ist, bieten wir selber schon einen Kanal für den Rückweg. Bei den Tracking-Dateien bieten wir den Kanal entsprechend nicht. Okay, ich hoffe, das hat gut beantwortet. Und was auch gerade noch reinkam bei mir ist, ob es möglich ist, jeweils das Prepaid in CM Cloud oder in CM Act und das Postpaid, also ob man das verändern kann, ob man das frei wählen kann auch. Jetzt habe ich natürlich hier schon strategisch ein bisschen clever das so gewählt, dass die Act-Lizenz Prepaid war, wo ich im Prinzip einmal verkaufe und dann offline abnutzen kann, und das Cloud, das Postpaid, weil ich ja hier den Counter sofort jederzeit im Zugriff habe. Also ich sage mal so, das sind auch die Best-Practice-Empfehlungen, das so rumzumachen. Natürlich geht aber es natürlich technisch auch genau in die andere Richtung. Ich könnte also auch das Prepaid in die Cloud legen und sagen, der Kunde hat im Prinzip, kauft die 10 Einheiten, legt die in seinen Cloud-Container, und wenn leer, dann leer. Und ich könnte natürlich genauso gut diese 1 Million Einheiten auch hinlegen und dann quasi und dann im Prinzip die 1 Million Einheiten auf den lokalen Rechner legen. Und brauchen natürlich dann das Feedback von der Lizenzdatei, wo die denn, wo, wie viel ich entsprechend noch drauf habe. Natürlich, was mache ich, wenn ich jetzt so einen Postpaid mache und ich das Feedback vom Kunden nie bekomme? Das heißt, der Kunde hat die 1 Million Einheiten bekommen, hat dann behauptet, der Rechner ist verloren gegangen, gerade bei einer CMAC-License, und ich kann es nicht mehr verwenden. Habe ich dann so wie beim Parkgebühr, verlorener Parkschein kostet mich dann den vollen Tag für 50 Euro, oder also was mache ich im Prinzip in so einem Fall? Deshalb ist eben auch meine Empfehlung, das nicht auf den maximal möglichen Wert von 4 Milliarden zu setzen, sondern auf einen Wert zu setzen, den man dann auch sagen kann, okay, den Wert stelle ich dann auch in Rechnung, vielleicht 1.000, vielleicht 2.000, irgendwas in die Richtung, wenn eben quasi kein Feedback kommt, und dafür eben den Refill-Mechanismus einmal monatlich zu machen und nicht einmal jährlich, wie man das in diesem Fall mit dem Kassensystem. Klar, Kassensystem, Retailer, da redet man nicht über 2,50 Euro, da redet man auch über eine intensive Kundenbeziehung. Da ist auch der Servicetechniker vor Ort, der Servicedienstleistungen machen kann und diese Zählerstände entsprechend mit eintreiben kann. Eintreiben klingt zu negativ, also mit zurückmelden kann. Ist natürlich eine ganz andere Geschichte als eine Software, die ich vielleicht für relativ geringen Betrag irgendwie im Internet zur Verfügung stelle. Ja, das war es an Fragen heute. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und ich hoffe, wir konnten ein paar Informationen über nutzungsbasierte Lizenzen vermitteln, warum, wieso, weshalb und vor allen Dingen auch, was unsere Kunden schon getan haben, was Sie machen können. Und wenn Sie mehr Fragen haben, kommen Sie gerne auf unser Sales Team oder unser Professional Service Support Team jederzeit zurück. Und in dem Sinne freue ich mich schon aufs nächste Webinar mit Ihnen. Vielen Dank, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Danke auch von mir. Tschüss.